Wir haben auch Windenergie hier drin, ne? Mal gucken, ob man hier mit mal ein paar Brötchen kaufen gehen kann, ne? Geh doch mal von der Haube da runter! Wieso? Weil dein Gesicht schon genauso breit ist wie das Auto. Das kann doch nicht sein. Und für überhaupt mal zu gucken, was für eine Wassertemperatur man hat, läuft der anderen Zeit ist so. Sicher? Ja. Sicher ist es auf jeden Fall in dem Auto, hey. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Willkommen zum neuen Video. Dieses Mal wieder was ganz Spezielles hier. Wie auf dem Titelbild zu sehen. Als allererstes erstmal vielen, vielen Dank an Classic Depot 54, dass sie uns dieses wunderschöne Kfz zur Verfügung gestellt haben. Viele, viele Grüße gehen raus. Ich spanne euch jetzt mal nicht so viel auf der Folter, ne? Wir gehen direkt zum Video, so. Aber eins kann ich euch sagen, ne? Egal, was mir heute zeigen, das geht nicht so umweltfreundlich. Es ist soweit, wir haben hier einen wunderschönen Humray, also ein Hammer H1. Das Militär ist nicht irgendwo, das ist high. Hier ist schon wieder Action bei der Mom. Hier stehen sie mit den Maschinenpistolen. Hier haben wir wunderschön das Vehikel, das Ding läuft breiter wie mein City-Roller. Brutal, ne? Einfach nur brutal. Ich weiß auch gar nicht, wo ich damit anfangen soll, aber ich glaube, die Technik, die soll auch nicht so auf dem neuesten Stand sein. Ne? Ist ungefähr, könnte man ungefähr von der Technik her mit unserem Alu Peugeot vergleichen. Ne? Also als allererstes, hey, ne? Haben wir gefühlt die dicken Goodyear drauf. Wahnsinn, das sind Schluppis. Hä? 8 Radschrauben, ne, 2, 4, 6, ja, 8 Radschrauben. Wenn nur ein Radschraub locker ist, dann fällt auch nicht mehr auf. Ne? Ja, ein richtiges Militärfahrzeug, ne? Frisch aus Afghanistan importiert ist so, ne? Was früher Lorona geschifft gehen ist, das geht heute nochmal Gefahr wie neue Waren. Ist gar kein Problem. So, hier haben wir natürlich die Lacho-Türen. Ist eine Zivilausstattung. Es gibt die Dinger auch nochmal als nochmal gepanzert, ne? Da wiegt die Tür wahrscheinlich mehr wie das Auto oder so. Auf jeden Fall haben wir hier wunderschön den Innenraum, ne? Alter Schwede. Wenn du von hier so guckst, ne? Da denkst du echt, da Bissler, wie heißt der Kriegler nochmal, China oder so, ne? Fortuna Song oder so. Auf jeden Fall hier zur wunderschönen Technik, ne? Technik, die begeistert, ne? Wir gehen jetzt einmal durch, wie man so ein Ding überhaupt mal startet, ne? Ich habe ja auch noch eine Betriebsanleitung bekommen davon, sonst wäre das auch nicht möglich. Das Lenkrad, weiß ich nicht. Sieht aus wie von Mercedes, ne? Ist aber tatsächlich ein amerikanisches Lenkrad. Dann haben wir, soweit ich weiß, muss der Hai Unlock drücken. Und dann musst du halt die zwei Hebel rumdrücken und dann ist das Licht an. Ne? Damit du überhaupt mal was im Dunkeln siehst. Der Innenraum ist mit dem Licht ein bisschen schlecht. Ich glaube, die haben die Lampe das so vergessen. Da oben ist noch halt so Leitklutsch heißt das. Ich glaube, das ist der Innenraumlampe. Aber die leuchtet, glaube ich, auch mehr nach vorn wie nach hinten. Dann haben wir hier Blinker. Geil.
leuchtet, aber macht kein Balava, ne? In allen Richtungen. Alles in Funktion. Dann haben wir hier Airfilter. Detection, also ob die Lot zu ist oder zu, ist wahrscheinlich so eine Nadel drin. Ist eigentlich wie mein Mercedes mittlerweile, oder? Wir haben noch überall Knöpfe eingebaut. So, Leute. Und für überhaupt mal zu gucken, was für eine Wassertemperatur man hat auf der anderen Seite. So, wenn man mal einen Beifahrer sehen will, ne? Da brauchen wir schon Fernglas, ne? So ein Menü von Burger King oder zwei, die würden nur als Tablett halt zwischenpassen, ne? Ja, ja. Mhm. Geil. Einfach nur geil. Ja, dann Fernglas, ne? Brauchen wir natürlich für den Beifahrer mal Tag zu sagen und so. Zigarre, man muss auch mal ein bisschen auf A-Team bleiben, ne? Ja, hier hast du Automatikgetriebe, Ami, ne? Automatik und so, ne? Fertig gefühlt, erster Gang wieder bis 100, ne? Ne, Spaß. Also, hier sieht man auch auf dem Tacho, hier sieht man schön 60 Meilen fährt das Ding in Spitze, einwandfrei. Hier hat man wunderschön noch die Batterie daneben. Dann hat man hier die Temperatur. Das ist, glaube ich, in Fahrenheit oder so. 240 wäre ein bisschen krass. Dann haben wir hier noch die Öltemperatur. Ne? Das ist ja brutal. Und dann haben wir da noch den Tank. Der Tank, der ist wahrscheinlich einmal Gas gehen direkt weg oder so. Ne? Dann haben wir hier noch Special Meshel. Unser. Was ist das? Ah ja, genau. Das läuft, damit die Scheibe frei wird oder nicht. Das wäre dann hier aus der Komik geborene Schlitzen. Ne? Die Lüftung, la. Die hätte ich mit der Rohrzange selber geboren. Ist kein Problem, ne? Das ist Technik. Da kann auch kein Klapp oder so verstopfen, ne? Kevin, was ist das hier für ein Klapp? Florian, will die Klapp aufmachen? Da ist der Motor. 6200 Kubik Hubraum. Da kommt gar nichts dran. Ich kann euch sagen, die Kolben, die schlucken alles. Ja, ich würde sagen, Florian, wir starten das Ding aber einmal, ne? Da hast du noch was vergessen. Was da war ich schon wieder? Was hat Lot dann? Lässt mir neue Ventilator. Kann man hier anschalten? Nee, kann man nicht. Florian, wenn du den einschaltest, da singst du auf jeden Fall mal Ventilator. Du bist ein Ventilator. Dann haben wir hier noch unsere Allradfunktion. Die steht auch natürlich auf High, weil der Reiter, wir sind ja nicht bei Steel Buddies auf dem Gelände oder so. Wir fahren heim mit durch die Stadt heute, ne? Ich probiere mit der Kiste heute alles aus. Wir sind die Steel Riders. Das heißt, wir sind unterwegs mit Steel, ne? Mit meinem Kirmesbuden-Mercedes oder heim mit dem Humway. Wir fahren trotzdem durch die Innenstadt, das ist kein Problem. Wir müssen mal gucken, ob man heim mit mal ein paar Brötchen kaufen gehen kann. Ne? Für was steht das HL? Florian, du weißt, wofür HL steht. Von Heiner Lohr. Das ist der beste Gang, den du kriegen kannst. Und für was steht das N? Wie N? Alter, Florian, du weißt doch, das ist der Nashorngang. Damit kannst du heim mit alles ummetern wie ein Nashorn. Jung. Ein Doof geht mit seinem kleinen Wagen, dann mache ich direkt einen Einbauküsch draus. Kevin, für was bedeutet das H? Das ist der Gang, der früher 1945 benutzt worden ist. Auch wenn das Ding ein Ami-Ding ist, ne? Aber, ich habe gegoogelt. Wikipedia ist so. Dann haben wir hier noch wunderschönen Handbremsen, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, an der Port, an die gerade die Tore, die wurden auch so runter gemacht. Kann das sein? Boah! Boah! Die Amis früher noch der Römern abgeguckt, hundertprozentig. So, Florian, starten wir mal das Aggregat, ne? Wir holen unsere Dinge mal an. Bist du ready? Yes. Sicher? Ja. Sicher ist es auf jeden Fall in dem Auto, hey. Das will das Auto nicht angehen. Ein dicken Thomas ist auf der Haube. Thomas! Geh doch mal von der Haube da runter! Wieso? Weil dein Gesicht schon genauso breit ist wie dein Auto. Das kann doch nicht sein. Ist doch wohl nicht mehr wahr hier. Irgendwo spinnen die doch richtig. Sind das hier die Abschleppösen? Dann ist wieder dein Gesicht da durchzuziehen, wenn brenzlig geht. Mein Gott, die Leute heute, ne? Schmarrt jetzt an, ne? Falls da noch Gang oder so drin ist, ein Thomasesblatt, kann halt in der Kuh stehen, das ist kein Problem. Läuft wie eine Eins. Du machst einmal diesen Schlüssel hier rum. Brutal. Brutal. Ja, die Hupai, die hat mehr Leistung wie der Motor. Ich glaube auch. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf den Motor ein. Florian, mach erstmal Soundcheck, damit die Leute mal sehen, was da los ist. Da kommt aber mehr raus wie bei meinem Mercedes oder so.
Das Ding ist bestimmt nicht ganz umweltfreundlich. Hauptsache die Scheibenwischer funktionieren. Hi. Geil. Ja, ja. Diesmal haben nicht nur die Scheibenwischerleistung wie bei Thomas seinem Hyundai. Jetzt kommt das Wichtigste. Den Motor, ne? Man könnte ja schon denken, das wäre ein Motor, ne? Aber das ist ja nur Lichtmaschine, ne? Ein Drehstromgenerator. Und das Ding, das geht auch nicht mit einem Keilripperiem angetrieben, weil das Ding sonst nämlich beim nächsten Schusswechsel wegfliegen könnte. Das wird mit drei Keilrippenriemen angetrieben, ich kann das sagen. Können wir nicht ein Keilrippenriemen für mein Auto holen? Du wirst doch besser deinen Motor schadeln, den kannst du auch nicht mit dem Keilrippenriemen beseitigen. Wieso? Du hast doch gemeint, nur den... Da kannst gleich mal die Keilrippenriemen für dein Fahrrad holen. Geil. Aber so viel sieht man eigentlich gar nicht vom Motor, ne? Also das muss ich ehrlich sagen. Man sieht nur einen Seilzug, aber soweit ich Pi mal Daumen weiß oder so, in einer Stunde oder drei hast du einen Motor draußen. Also das ist schon so gebaut, dass man hier wirklich gut dran arbeiten kann. Übrigens, ne? Der Wischwasserbehälter, ne? Jo, mehr brauchst du auch nicht, ne? Jo. Heißt denn die dicken Reifen ist so? Querlenker. Ist doch ein Durchschnitt. Allein diese Federn, ne? Guck dir die Federn mal an, wie dick die sind. Wahnsinn, wenn der Dingerloch vom Hubschrauber fliegt, da brauchst du doch die Federn. Aber weißt du, was mich immer so wundert? Ich sehe die Dinger nie, GTA oder Call of Duty oder so, ne? Ist ja eigentlich das Kriegsmodell, ne? Jetzt haben wir so ein Ding hier stehen, das ist besser wie Call of Duty. Die Scheiben hier, die kann man auch umklappen, ne? Heißt ja nicht Splinter, so. Fährst du halt durch Deutschland wie in Afrika, ne? Wenn wir das natürlich jetzt im November bei minus 15 Grad machen, dann sieht es jetzt natürlich ein bisschen komisch aus. Da brauchst du wie Moji wahrscheinlich einen Motorradhelm. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Nee. Gar nicht. Ich bin gerade im Einsatz. Danke. Ja, total tolles Wetter. Ich hoffe mal, dass die Planen hier oben dicht sind. Ne? Das wäre nämlich total toll, wenn das Ding hier undicht wäre. So, das hier ist natürlich die Römerhandbremse, so heißt, sieht man richtig, wie der Potentiometer ausschlägt. Immer gucken, ob rechts und links frei ist und so, wir fahren los. Wahnsinn! Herr Dingen, hey Leute, das fährt sich wie ein Traktor, ne? Du hast hier einfach so viel Lenkungsspiel und passiert einfach gar nichts. Das ist brutal. Ich werde nicht sagen, bei Mercedes genauso ist, aber ja, ja, guck dir das mal an, ne? Und dann hier draußen so die Wahnsinn, ist das ein geiles Gefühl. Ist das geil. So fährt man durch den Wald, Leute, und nicht anders. Oh, leck. Ui, ui, ui. Ui, Memo. Ja, ja. Brutal. Erstmal ein Döner hole gehen bei Memo, ist kein Problem. 6,5 Stunden später. Ey, guck das mal an. Das ist Natur pur, so. Ja, ja. Meinst du, wir sollten uns mal hinstellen, Bildschirm machen? Außerdem, gib mal noch ein Hando. Dach trübst immer noch, heiß. Alles undicht, der Dingeler. Ey, Santa. Der Manusakis, der war nicht blöd. Der wusste, wovon er redet, ne? Vollkommen unpraktisch. Ist wie Riesentippen. Sieht geil aus, kannst du nichts mitmachen. Noch irgendwelche Fragen, Florian, hier für die Bedienung ist so. Warum siehst du genauso aus wie das Auto? Das Auto kriegst du nicht in jeder Kleiderboutique oder so. Ne? Bei Mercedes kriegst du höchstens einen Schlüsselanhänger. Halt kriegst du noch ganze Pulli mit. Ne? Wasserabweisend ist so, weil Dach undicht ist. Den Kaufpreis, hey, der lohnt sich. Wahnsinn! Da hängt ja noch Granatenstaub aus so. Ulrich! Wir haben auch Windenergie hier drin, ne? Jetzt können wir hier wirklich noch warten, ne? Mitten im Wald, da kommst du doch vor wie in der Innenstadt an der Ampel. Ja, aber ich sag mal so, das Wetter heute, das ist wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Aber ich bin ja auch diesmal nur den, der dahinter sitzt, ne? Wetter ist wieder schön, ich würde sagen, geht weiter am Text. Wir fahren wieder durchs Gelände, oder? Schade, dass ich keine Reife stoppen dabei habe. Die kann schon mal hin, runterjagen oder so, ne? Florian, gib mir mal noch ein Handtuch. Ich wäre besser mal halt bei der Flohmarkt oder so gefahren. Da wäre das Ding auch mal dicht.
wickel das Handtuch in das Handtuch und damit das Handtuch in dem Handtuch gewickelt ist. Und damit man auch kein Wasser mehr. Oh, ich komm die ganze Plöre runter. Ne? So. Oh, wie ein Aussteig, ey. Mein ganzes Auto ist gleich verkratzt. Und mal die Tür nicht so fest zu, das ist kein Panzer. Ach nee, oh. Ich hab gedacht, komm vom Militär. Wenn ich bitte fertig bin, dann kommst du aus dem Militär, Thomas. Sag mal, ihr Spiegel, der hat aber keinen Glück, ne? Das willst du mir mit deinem Fahrrad verkaufen, oder was? Was ist grün, fährt durch den Wald und sieht aus wie ein UFO. In Hamburg! Hinter drauf sitzen, der Wald hast du so, besteht das Ding natürlich auch, ne? Hi, guck doch mal die Aussicht so an. Einfach nur geil. Tesso, ich muss sagen, das ist ganz schön frisch hier hinten drin. Ja, frisch oder nicht, aber einfach nur geil. Einfach nur geil. So, ich würde sagen, wir fahren bei einer Trier, Leute. Erstmal gucke ich, ob ich hier mit dem Parkhaus reinkomme. Aufgabe Nummer uno. So, Leute. Falls natürlich sich der ein oder andere auch mal so ein Vehikel da kaufen will, muss man ja natürlich gucken, heutzutage in der Stadt ist so, ne? Wie sieht es dann überhaupt mit der Tiefgarage aus, ne? Und, total toll. Millimeter Spaltluft haben wir noch, aber ich weiß zwar auch nicht, wie das mit der Parkerei, mit dem Garagentoller funktionieren soll, ne? Aber ich würde ja schon mal sagen, dass das Ding halt irgendwie reinpasst, ne? Da müsste man sich wahrscheinlich da hinten so zwei Garagentore nebeneinander. Ich glaube, die schaffen wir nur zur Hälfte. Wahnsinn. Alte Ingenieurkunst hier, ne? Da passt dann einmal zur Mülltonne in der Garagentor. Wahnsinn. Jetzt kann ich schon mal ausparken, ne? Ja, Abfahrt zurück. Total toll. Also will ich schon mal bedenken, dass die in Hollywood irgendwie mit 188 halt durchheizen. Ich glaube, das funktioniert nicht so wie im Film. Jetzt kommt der Burger King Test. Auf zu Burger King! So Leute, ich kann euch sagen, wir brauchen wahrscheinlich mehr wie 2 Euro hier einmal kurz das Auto waschen oder so. Aber soll ich mal einschrauben oder so? Ja, ich kann erstmal nur klar spülen. Ich sag ja, wenn ich jetzt gleich in Burger King gehe, da kann die Karre ja nicht so dreckig sein, ne? Aber guckt euch mal an, wie der Lack da abperlt. Dieser raue Militärslack. Ultra krass. Da soll mir noch eine was da von Keramikversiegelung. Hi, der Lack, da kommt gar nichts dran. Ja, guckt euch mal die dicken Federn an, ne? Das sind doch Kavenzmänner. Wahnsinn. Aber guckt ihr das auch mal mit dem U-Schutz und so an, ne? Das Wasser. Ja, hier siehst du schon auf jeden Fall. Das Ding in jedes Teil an dem Fahrzeug, das ist so fett mit U-Schutz fest, das ist krass. Gut Leute, ich sag mal, mit dem Dach, das sieht ein bisschen schwierig aus. Sonst sitze ich gleich wieder in einer riesen Regenpfütze oder so drin. Aber Militär halt, ne? Das Ding in trotzdem der 50 Jahren immer noch nicht. Ja, Burger King, ne? Wenn das nicht halt drin schmeckt, dann weiß ich doch auch nicht. Also, Drive-In-Test hat das Ding bestanden. Ja, ja, ich sag euch. Ich würde sagen, wir genießen jetzt erstmal unser Hamburger-Hai. Und ja, jetzt haben wir eigentlich alles erledigt, ne? Tankstelle ist generell easy, Drive-In.
Ja, mit der, wie heißt das, mit der Tiefgarage, so, da muss man gucken, was man sich da mietet, ne? Aber, also ich würde sagen, ich kann auch daily fahren, die Kiste, hä? So schlimm ist es auch nicht. Tippitoppi. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Abonnenten gleich noch vorbeikommen. Autogrammkärtchen und so, ne? Haben ja einen Story-Aufruf gemacht und ja, ich würde sagen, ja, falls das Video auf jeden Fall informativ war, war für mich auf jeden Fall mal ein mega Erlebnis, überhaupt mal so ein Auto da zu fahren. Aber von der Technik her und generell alles so einfach gehalten. Aber ich würde sagen, ist schon ein Monster, wenn man damit auf der Straße fährt. Ne? Ist einfach geil. Ne? Ja, hier ist natürlich alles auf dem Channel vertreten. Vielen, vielen Dank nochmal an Classic Depot 54 zur Verfügungstellung dieses wunderschönen Kfz. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, Leute. Es kommen immer noch immer mehr Videos und so hier auf dem Channel. Ist gar kein Problem. Unterhaltung ist hier immer gegeben. Haut rein. Ciao.